Moin zusammen, Dave hier. Wenn die Gärung einmal vorbei ist, muss das Bier natürlich irgendwann abgefüllt werden. Und deswegen zeige ich euch in diesem Video, wie ich das Bier in Flaschen abfülle. Viel Spaß damit! Bevor es aber losgeht, noch ein kurzer, aber wichtiger Hinweis. Ihr solltet euch wirklich zu 100% sicher sein, dass das Bier auch endvergoren ist und sich die Stammwürze in den letzten Tagen nicht mehr geändert hat. Dafür messt ihr einfach die Stammwürze mittels Spindel oder Refraktometer, je nachdem, was ihr zur Hand habt. Und die Stammwürze sollte sich dann auch in den Messungen natürlich nicht ändern. Wenn sie das tut, dann solltet ihr auf jeden Fall noch ein bisschen warten mit dem Abfüllen. Wenn nicht, dann können wir nämlich jetzt direkt loslegen. Ansonsten baut ihr euch Flaschenbomben und das kann sehr schnell böse enden. Zum Abfüllen verwende ich neben Bügelflaschen in verschiedenen Größen Haushaltszucker, eine Dosierhilfe und ein Abfüllröhrchen, um das Abfüllen ein wenig zu beschleunigen. Außerdem solltet ihr euch unter den Gäreimer auf jeden Fall, beziehungsweise unter dem Auslauffahren des Gäreimers, ein großes Handtuch oder einen großen Lappen hinlegen, falls mal ein paar Tropfen daneben gehen. Den Zucker fülle ich in eine kleine Schüssel um, damit ich mit dem Dosierlöffel besser an den Zucker drankomme und so das Abfüllen dann natürlich auch ein bisschen schneller geht. Wenn ihr das gemacht habt, solltet ihr als nächstes euch die Bügelflaschen zur Hand nehmen, die ihr natürlich auch vorher nach eurem Standardschema gereinigt habt. Ich mache meine tatsächlich einfach nur mit heißem Wasser sauber, wenn ich die vorher schon ausgiebig gereinigt habe. Das reicht dann auch und ich hatte bei den letzten 6 Suden, ich glaube, ein oder zwei Flaschen, die dann tatsächlich irgendwie ein bisschen komisch geschmeckt haben. Aber da weiß man halt auch nie, was da jetzt den Fehler verursacht hat. Egal. Genau, dann nehme ich halt einfach die Dosierhilfe, die ja dann auch drei verschiedene Schaufeln hat. Nehme ich einmal für 0,3, 0,5 und 0,75 Liter Flaschen. Und passt so die Karbonisierung an meine Flaschengröße an. Das könnt ihr natürlich auch je nach Biertyp variieren. Das heißt zum Beispiel bei einem Weizen, was ich jetzt gerade abfülle, einem Himbeerweizen, möchte ich ein bisschen mehr Karbonisierung haben, also ein bisschen beziehungsweise eine höhere Karbonisierung haben und mehr Kohlensäure. Und dementsprechend wähle ich für eine 0,5 Liter Flasche die 0,75 Liter Schaufel, um ein wenig mehr Zucker in die Flasche zu kriegen und so eine höhere Karbonisierung zu erreichen. Wenn der Zucker in den Flaschen gelandet ist, wird das Bier anschließend auch in die Flaschen gefüllt. Und dafür benutze ich das Abfüllröhrchen. Das Abfüllröhrchen wird unten am Auslaufhahn des Gäreimers befestigt bzw. aufgesteckt. Jetzt könnt ihr den Auslaufhahn öffnen, sodass das Bier in das Abfüllröhrchen fließt. Jetzt läuft das Bier in die Flasche und ihr solltet aufpassen, dass das Bier natürlich nicht überläuft. Wobei ich schon empfehle, die Flaschen wirklich randvoll zu machen, um einen möglichst geringen Sauerstoffeintrag im fertigen Bier zu haben. Damit vermeidet ihr, dass die Biere schneller oxidieren und somit die Hopfenaromen schneller aus dem Bier entweichen. Als nächstes verschließe ich die Flaschen mit dem Bügelverschluss, schüttel sie ganz stark, damit sich der Zucker auch gut in dem Bier verteilt und packe die Flaschen in den Kasten. Das war's dann auch schon. Wenn ihr alle Flaschen befüllt habt, bleibt ja am Ende noch ein bisschen Heferest über. Den könnt ihr natürlich ernten, um ihn beim nächsten Sud wieder zu verwenden. Wie das geht und welche Maßnahmen ihr ergreifen könnt, um die Hefe für 1 bis 3 Jahre haltbar zu machen, zeige ich euch aber in einem anderen Video. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ihr fandet es irgendwie einigermaßen hilfreich. Wenn ihr das anders macht mit dem Abfüllen, würde ich mich auf jeden Fall über einen Kommentar freuen. Und ansonsten bin ich auch auf Instagram vertreten, auch unter Malz und Hopfen. Und ich würde mich mega freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch einschaltet. Und wenn ihr weitere Wünsche habt oder Anregungen für Videos, dann schreibt mir auch einfach einen Kommentar oder eine Nachricht. Dann würde ich einfach mal sagen, bis dann. Oh Mann, das war doof, ey. Ich guck mir das mal kurz an.